Wow, direkt das Menü geswitcht. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pamali. Ich habe mir nach einiger Zeit mal gedacht, hey, es wäre mal wieder Zeit für dieses Game. Das wird als kleines Mini-Projekt kommen. Die letzten zwei Chapter wären den Hauptprojekten. Keine Angst, Silent Hill, Homecoming wird die Woche noch weitergehen. Alles super. Aber Pamali muss auch mal wieder sein. Vor allem, da wir ja gerade viel Asia-Horror mit durchnehmen und das ist momentan so ein bisschen mein Lieblingsthemengebiet auf dem Channel ist. Okay, wir haben welche Chapter was gespielt? The Little Devil und The White Lady. So bleiben uns noch Chapter 2 und 3, glaube ich. Wir haben ja so viel übersprungen. Was war das? Nee, The Hungry Witch war das letzte. Das müssen wir machen. Und The Tide Corpse. Okay. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Da haben wir nicht so viel erreicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal mit The Tide Corpse weiter. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich muss auch eben per E-Mails bei dem Kram hier alles lesen. Also hier auf dem PC im Game. War aber tatsächlich nicht so viel Interessantes. Damit halt das Chapter erstmal freigeschalten wird. Ist wieder so eine Geschichte, wir schreiben wieder was als Autor. Laggt das Spiel gerade extrem oder muss es extrem viel laden? Ich muss ja sagen, was ich bei Pamali immer sehr stark fand, war die scheiß Atmosphäre. Die war immer super. Was die Ausführungen, Jumpscares und weiß nicht, was Umgebung und so anging, war immer so, ne? War das erste Chapter bisher am besten, das zweite hat er so, ging da eher so, deswegen habe ich nur zwei Parts gemacht. Keine Ahnung, mal sehen, wie mich das überzeugt. Okay, in Westjava, in Indonesien. Okay. Okay, ein Grabwächter, ein neu gesetzter Grabwächter. Okay, er hat die Aufgabe bekommen, den Leichnam eines, oh, okay. Der Leichnam von jemandem zu begraben, der in einem schrecklichen Unfall umgekommen ist. Okay, das stand nicht in seiner Jobbeschreibung. Aber er wurde trotzdem gefragt, das zu machen. Okay. Er muss sicher gehen, dass er während dieses Begräbnisses, dieses Prozesses, keine Fehler macht. Oder es würde Konsequenzen geben, die er sich nicht vorstellen kann. Stimmt, Pamali war halt auch immer so die Sache. Pamali wollte dir als Game nebenbei, während der Spielerfahrung halt beibringen, wie du mit indonesischer Folklore und indonesischen Geistern und so und Horror umgehst. Und auf was du bei sowas achten musst. Und das hat vor allem das erste Chapter sehr gut gemacht. Oh, what the fuck? Ist das der? Haben wir. Ich muss das fertig machen. Diese Person ist letzte Nacht gestorben. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, wir begraben ihn. Abend. Ey, haben wir jetzt schon irgendwas falsch gemacht? Etwas auf. Wir könnten. Okay, ich habe den Be Prozess beendet. Es war sehr anstrengend, aber toll, ich konnte es nicht lesen. Jo, sind durch. Jetzt müssen wir mit unserer normalen Arbeit weitermachen. Blumen aufheben. Okay, neues Loch graben. Die Gräber wässern. Und eins habe ich vergessen. Okay, wir haben eine Notiz bei uns. Wir machen das schon. Hört auf, ich muss das Game mal ein ganzes Stück dunkler machen. Das ist extrem hell. Ist das der Scheiß Ernst? Das ist immer noch so unfassbar hell. Das FOV, ne? Ist das mal so? Ja, okay, wir lassen es mal so. Wir lassen mal so. Jetzt ist okay. Was ist das? Writings. Mein Mädchen, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich liebe, jede Nacht.
kommst du meinen Träumen vor. Ich umarme dich, du lächelst mich an. Ich liebe dich so sehr für immer. Ich vermisse dich so sehr. Ich kann nicht schlafen, ohne an dich zu denken. Oh, lieber Mond, sag ihr, dass ich sie liebe. Okay. Das ist, was mein Herz sagt. Okay, wir sind ein Romantiker, eindeutig. Okay, ein Haufen Poster. Ja, wir sind wahrscheinlich noch ein junger. Okay, 2007, what? Heute ist der 2. Februar. Payday. My lost birthday. Wir sind wahrscheinlich noch so ein junger Typ, der den Job hier übernommen hat. Oh, Taschenlampe nehmen. Können wir... Nicole. Okay. Machen wir mal unsere Arbeit. Die Liste inspizieren, was wir tun müssen. Oh nein. Okay, Grab 1 sauber machen, sauber machen. Grab B, Grab... Bewässern. Können wir... Das nehmen wir mit. Was? Wir nehmen das alles mit. Okay, das ist... Was? Können wir das übersetzen? Ich glaube, das... Was hat er gesagt? Das ist Diebstahl. Wenn wir von den Toten was mitnehmen würden. Aber das machen wir nicht. Okay, das ist interessant. Das System ist interessant, weil wir mal ein bisschen mehr Items zur Verfügung haben. Okay, wir sind ein sehr armer Sack. Wir leben sogar hier. Okay. Alles klar. Versuchen wir mal unserer Arbeit nachzugehen. Wir haben noch eine SMS bekommen, wo die Werkzeuge sind in irgendeinem Schuppen. Wegwerfen, schwarzen Kaffee. Ja, keine Ahnung, wo der Schuppen ist. Das ist... Oh, wir können wieder verschiedene Sachen kommentieren. Ich schätze mal, desto mehr wir uns beschweren über irgendwas, desto schlimmer wird's. Hahnkäfige. Deswegen versuchen wir mal, möglichst freundlich und gelassen hier zu sein. Chickenkäfig. Ah... Wir haben es ja tatsächlich im ersten Chapter. Oh, meine Fresse. Oh, shit. Und Public Toilet. Okay, ja, ich denke mir, wir finden das schon irgendwie. Ist da irgendwie Müll drin? Na, okay. Wir haben es im ersten Chapter tatsächlich geschafft, als Schamane zu enden. Hier haben wir irgendwelche Deppen. Ich mache keinen Vandalismus, aber das ist einfach so cool. Ja, wir sind definitiv noch ein junger Kerl. Also irgendwo bei einem Toilettenhäuschen soll hier das der Kram sein, damit wir die Pflanzen bewässern können. Ich muss erstmal arbeiten. Ist das hier ein Toilettenhäuschen? Schaut ein bisschen so aus. Ich hab den Schlüssel nicht. Was hast denn du für Schlüssel? Keine Ahnung.
Nee. Nee, das sag ich ganz sicher nicht. Oh nein. Es fängt schon wieder so an, dass wir so absolut abgehen können. Nee, das. Ach nee, das scheint eine Art Gebetsstätte oder irgendwas zu sein. Das Gebiet hier ist aber auch fucking riesig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ist nicht irgendwie mit meiner Arbeit verbunden. Scheiße, Alter. Oh, ey, dass mich hier zurechtzufinden alleine ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weißt du, wie groß dieser ganze Friedhof hier ist? Okay. Okay, haben wir eine Karte? Ja, übersetzen. Hat's vollgebracht. Was? Forget to check these areas. Ja, schätze ich. Whatever. Das ist aber auch kein Friedhof, Alter. Was ist denn das? Crazy. Ich brauche irgendwas, um es anzuzünden. Okay. Nice. Hier ist das. Wenn ich drunter fallen würde, wie würde es sich anfühlen? Public Toilet. Können wir. Soll ich ein Bad nehmen? Nein, kannst du das Item nehmen? Wir müssen ja. Was ist hier? So viele Sachen wurden hier hingeschrieben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück und das Wasserding auffüllen und dann schauen wir uns erstmal die Gräber an, die wir bewässern können. Weil aus dem Brunnen können wir anscheinend kein Wasser holen. Das Spiel ist noch relativ okay, würde ich mal sagen, noch relativ leicht. Vielleicht haben wir irgendwann Zeitdruck. Was? Okay, prokrastiniere nicht während deinem Job. Oh, wir sollten am besten nicht in der Nacht arbeiten, weil es dann zu dunkel ist. Und weil wahrscheinlich auch es hier nicht mehr so angenehm ist, schätze ich mal. Okay, what the fuck, wo sind wir? Ist das hier der Ausgang? Lel, was ist denn das? Drüber springen. Was machen wir? Ja, ich wusste, dass das nicht funktionieren wird. Ich habe es trotzdem gemacht. Du bist ertrunken. Okay, Sessab, heißen wir wahrscheinlich, hat einen sehr wichtigen Fakt vergessen. Er kann nicht schwimmen. Okay, er schreit nach Hilfe, aber niemand kommt, um ihm zu helfen. Okay, am Morgen wurde sein Körper im Fluss gefunden, nass und bereits blau. Okay, sein Körper wandert immer noch durch die Gegend herum, weil er nicht bereit ist, ins Nachleben zu gehen. Was? General Report. Ein unperfekter Grabbeaufsichtiger. Ich weiß nicht, wer das heißt. Gravekeeper halt. Okay, du hast versucht, respektvoll und alles zu sein, aber es ist überhaupt nicht perfekt. Okay, außerdem haben wir noch Fehler gemacht. Okay, und wir müssen jetzt versuchen, unsere Aktionen zu berichtigen. Es ist niemals zu spät, um aus den Fehlern zu lernen. Okay, Alter, weil wir einen Kaffee weggeschmissen haben, beschweren die sich schon. Alles klar. Okay, wir wissen.
Was war das? Haben wir irgendwas schon an unserer Wand? Punktujul. Kuntilanak. Was? Nee, ich glaube, das ist schon alles noch das Gleiche. Okay, wir probieren es nochmal. Tight Corps. Kann ich den Shit überspringen? Na. Bisher muss ich aber sagen, das Kapitel gefällt mir besser wie das andere, bei dem Grandpa da, wo die Rechnung irgendwie bezahlen mussten. Das war eher nicht so meins. Hier haben wir zwar ein übelst riesiges Gebiet, aber wir haben auch unsere Aufgaben. Das, ich meine, so im ersten Chapter war es halt, keine Ahnung, da hatten wir halt gefühlt unendlich Zeit und konnten halt, hatten halt ein Haus mit einem Haufen Dokumenten und alles und mussten halt Sachen einsammeln. Aber das war halt auch unser Haus. Da hat man sich ein bisschen sicher gefühlt. Hier halt absolut gar nicht. Aber es lädt immer relativ lange, ne? Morgen, okay. Alles klar. Hotbox. Ach, das haben wir gesendet. Okay, wir müssen ihn wirklich noch vergraben. Okay. Aufkaufen. Nee. Wir begraben den wirklich einfach. Der ist ja schon fertig, der liegt ja jetzt nur noch hier. Wahrscheinlich wird der uns über uns richten, der Geist von dem Typen, wenn wir einen Fehler machen. Ich habe mir übrigens nebenbei schon mal das nächste Game für... Ist das unser Love? Da, das Girl auf dem Bild? Habe ich schon mal das nächste Game rausgesucht, was wir uns geben, zum Bewerten. Alter, ich höre jetzt schon Sounds. Nehmen. Nehmen. Ob das Spiel... Ist die Frage, ob das Spiel jetzt... Okay, eine Rasierklinge, what the fuck. Ob das Spiel jetzt weiß, dass wir schon mal quasi gespielt haben. Hakeknipsen. Oh Gott. Brieftasche. Meine Brieftasche. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Geld drin ist. Nein, hier ein bisschen. Das nehmen wir mit. Das ist ja schließlich unseres. Eine Kerze. Okay, bei Stromausfall nehmen wir da. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Alter, was lebst du doch für in einer kleinen Bruchbude, Alter? Hier überall Pilzsporen ist. Ich würde hier nicht leben. Schlafen. Naja. Na gut. Ich hatte mal einen Vogel als Haustier. Jetzt noch der Käfig übrig. Okay. Hier die Map. Du bist hier. Oh ja, ich weiß genau, wo... Wait a minute. Wir machen uns ein Bild. Wir cheaten ein bisschen. So. Leck mich doch. Ist mir egal. Ich weiß ja noch ungefähr, wo das, wo wir hin müssen zur Toilette, um das Bewässerungszeug zu holen. Ich glaube, wenn man ein bisschen Überblick hier hat, dann funktioniert das schon. Dann wird das. Oh Gott, Alter, das ist so creepy.
Okay, nochmal ein paar Regeln. Gelten allerdings hier, also es kann uns eigentlich egal sein. Alles klar. Oh ja, Kuburanyate, Sarosai Oros. Symmetry. Was? Wo zum Geier? Hier war doch irgendwo das Toilettenhäuschen. Ich schaue jetzt mal nicht auf die SMS. Wir wissen ja quasi, was abgeht. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Ah, hier ging es rum. Okay. Aha. Alter, ich dachte schon. Was? August Gaul. Na, okay, alles klar. What? Okay, das ist auch gleichzeitig eine Müllhalde, ne? Das ist doch kein. Hier würde ich doch niemanden begraben. Na gut, holen wir uns mal ein bisschen Wasser. Jetzt reagiert sogar mein echtes Handy, ich glaub's nicht. Ja, und als nächstes Game, was wir bewerten, wird Doki Doki drankommen. Kleiner Spoiler. Es wird interessant. Vor allem, weil Doki Doki ich sogar mal als Projekt gemacht habe, was nicht so geil ankam. Und ich muss aber auch sagen, ich verstehe wieso, ich habe es nicht geil rübergebracht. Ich versuche hier mal auf kein Grab zu treten, weil safe wird das irgendwas sein, was die kritisieren. Du bist auf ein Grab getreten, du hast die Geister unwürdig behandelt, bla bla. Was ist das? Okay, wir brauchen diesen Basket. Lass mal Select Inbox. Ja, okay, wir müssen irgendwo den Kram finden. Irgendwo das ganze Werkzeug, was wir brauchen. Was weiß ich, was das für ein Grab ist. Oh shit. Wo sind wir? Ah, hier ist ein Weg. Cool. Ja, und da werde ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen. Sorry, dass ich übrigens nicht so viel rede. Das Spiel ist wirklich, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Ja. Entrance Gate, just check them out. Okay. Sammeln wir das Basket erstmal ein, den Korb für die Blumen. Irgendwo beim Eingangstor, aber wo zum Geier ist das Eingangstor? Aha. Können wir irgendwo Wasser schon auffüllen? Für die Gießkanne? Kann ich? Warte, warte, mach, warte mal, warte mal. Nein, wir nehmen hier kein Bad. Willst du das Wasser nicht irgendwie auffüllen? Ein guter Ort zum Verstecken. Na, ich meine ja, ich meine mal nicht, ne? Mach mal nicht. Okay, Schlüssel. Jetzt kommen wir hier rein. Okay, Geld. Na komm, wir nehmen mal mit, wir sind ein Klauschwein. Scheiß auf, okay, was ist das? Ich werde auf dich warten.
Charity Box Key. Oh, die Spendenbox. Wir können ja so ein richtiger Storage Room Key. Wir könnten richtiger. Was? Legal Letter. Keine Ahnung, wir können aus der Spendenbox klauen mit dem Ding. Aber machen wir das? Ah nee, mach mal nicht. Wir haben den Schlüssel nicht. Ey, wir haben einen Haufen Schlüssel bekommen. Ja, okay. Oder hier, muss ich hier auffüllen? Bei diesem Wasserding? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan. Lass erstmal uns anfangen mit Arbeiten. Ja. Ne? Leichter gesagt als getan, wenn ich mich in Null auskenne. Oh, hier. Flower Basket. Alles klar, jetzt können wir erstmal ein bisschen Blumen sammeln und das machen wir auch erstmal. Ist hier irgendwas? Jetzt ist Nacht. Oh Scheiße, wir hätten bis jetzt alles finden müssen, oder? Wir sind viel zu spät dran. Baum, wir können ja dran pinkeln. Na, das machen wir ganz sicher nicht. Wir haben ein bisschen Würde zu bewahren. Was ist das? Scheiße. Oh, das wird super. Haben wir irgendwo noch Werkzeug? Wasserpumpe. Matches? Pakai korek teh kurang praktis. Saya sih lebih suka. Na gut. Okay, jetzt hat es ein bisschen Atmosphäre bekommen. Komm, mach die scheiß Taschen aber wieder an, Alter. Was sind das jetzt für komische Blumen, die wir sammeln müssen? Und auf welche Gräber müssen wir die legen? Ich hab doch keinen Plan. Oh, Alter. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Was ist das hier? Hier können wir durchkriechen. Okay, dieser Ort des Friedhofs ist sicher. Jetzt sagt er was. Über diese Charity Box. Über diese scheiß Spendenbox. Jetzt, wir haben den Schlüssel dazu. Also ich würde es klauen. Grabstein. Ist das hier Spendending? Wir sind so ein richtiger Wichser, ne? Wenn wir uns richtig drauf anlegen, wir machen unseren Job, aber nebenbei lassen wir ein bisschen mitgehen, ne? Okay, alles ist hier sicher. Stimmt, wir sollen ja ein bisschen die Bereiche checken, das war ja auch noch eine Sache. Hier, sollen wir die Blumen sammeln? Nee.
Noch ein bisschen was. Das hier noch? Nee. Was ist das hier? Ist überall Müll. Aber ich finde es gut. Das Spiel reißt dann ein bisschen, also es reißt dann schnell in die Welt rein. Und what the fuck? Radio. Oh, anmachen. Nee. Holt dann schnell in die Welt rein und gibt dem so ein Gefühl. What? Okay, jegliche Art von sexuellen Aktivitäten hier ist verboten. Talisman. Verkauen. Nee, vergiss es. Das Gebiet hier ist riesig. Wir können ja einfach abhauen. Und ich raff nicht, was ich hier machen muss. Okay, Karte, Inventar. Fangen wir uns mit unserem Job an, wirklich ernst zu machen. Wo sind wir? Wasser. Übersetze. Okay. In your graves, you use a shovel. Uh-huh. Okay. Oder ist schon Wasser in der Gießkanne drin? Ich glaube mal nicht, aber könnte ja sein. Hier noch irgendwo Blumen, die wir aufsammeln können. Für was sind diese Blumen hier? Wir können sie auch wegwerfen, aber das machen wir mal nicht. Besser ist. Alter. Haben wir ja nicht so eine Anzeige gehabt, wo wir sind? War das nicht hier irgendwo? Was ist das hier? Okay, wir haben ein bisschen Licht. Hier haben wir genug gecheckt. Immerhin machen wir den Job. Immerhin checken wir die Areas. Vielleicht will der uns helfen. Ich meine, scheiß auf Licht, damit müssen die klarkommen, die Geister. Halt wirklich, mach mal. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan. Sind die beschriftete Gräber? Also hier ist das Eingangstor, hier ist der Bereich, dann hier Grab A. Sprich, das hier. Was müssen wir mit dem hier machen? Bewässern. Haben wir irgendwas zum Bewässern? Oder nee, es ist das hier ist es. Okay, sehr gut. Das haben wir richtig gemacht. Wo als nächstes hin? 2F ist was? Graben. Haben wir eine Schaufel? Ich brauche eine Schaufel dafür. Oh, fick dich doch, Alter. Okay, ich danke dir. Du willst mir wahrscheinlich helfen. Ist es dein Ernst?
Oder ist hier irgendwo eine Schaufel? Nicht dein Ernst, Mann. Ich würde ja liebend gerne hier meinen Job machen, aber ich kann nicht. Ich brauche irgendwas, um das Ding anzuzünden. Streichhölzer. Ich habe bereits ein Feuerzeug. Ja, wo denn? Leiter. Okay, sehr geil. Sehr geil. Okay, mit ein bisschen Licht wird das hier leichter. Okay. Suchen wir eine Schaufel und dann machen wir hier vorne weiter. Wenn wir hier das als Orientierungspunkt haben, läuft das schon mal gut. Vielleicht hier irgendwo? Ich hatte vorhin tatsächlich eine Schaufel gesehen. Ja, wir kommen so langsam rein ins Spiel. Hier irgendwas? Nein, nee, 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 nicht. Oh, verdammt. Verdammt. Allein alle Items vor Anbruch der Nacht zu finden ist... Nochmal ein bisschen anders schwierig, ne? Schaukel. Nee, 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 mach mal nicht. Mach mal nicht. Hier irgendwo? Nein, auch nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Wir haben so ungeheuer viel falsch gemacht. Ich weiß es doch jetzt schon. Hier, ist hier irgendwo eine Schaufel? Wenn du mich finden willst, finde mich nahe dem Banyanbaum. Ich will dich aber nicht finden. Ist das der Baum hier? Jetzt bin ich wieder hier vorne. Ich raff's nicht. Cemetery. Wir haben echt keine scheiß Schaufel. Obwohl ich schwöre, ich habe vorhin eine gesehen. Das ist alles andere als geil. Okay, haben wir... Sollte Maskura... Verdammit. Okay, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Dann schauen wir mal, wie uns das Schicksal hier noch ergeht. Bis zum nächsten Mal.